Hallo und herzlich willkommen heute im Black Mesa, der dritte Teil. Für die, die neu zugeschaltet haben, ich habe so einen Anzug angezogen und bin in einer wissenschaftlichen Einrichtung. Hier werden Experimente gemacht und ich bin quasi das Versuchskaninchen. Ich habe so einen Schutzanzug an und ja, da, ihr seht, der Wissenschaftler wartet auf mich. Folge dem jetzt einfach mal. Dann mal schauen, was passiert. Greetings, Eli. Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Gordon, good morning. I'm glad you're here. These last minute changes, they're a bit strange to just... Oh, it's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? It was never meant to do this in the first place. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Ob das wirklich so ist? Schauen, hier kann man wahrscheinlich nichts machen. This could take a bit longer than I anticipated. Go on, Gordon. We'll take it from here. Okay, die haben nichts mehr zu sagen. Ich gehe weiter. Direkt runter. Da scheint anscheinend ziemlich viel Energie zu fließen für die Riesenkonstruktion. By Becquerel's ghost! The radiation level is off the charts. You'll just have to wait until after the test. You know, this is far from the glory I had envisioned as an undergrad. How so? I've got two PhDs and an Ørsted medal, yet I find myself doing work best suited for an intern. Please, you do very meaningful work here. Really? Push that button. Walk over here. Push this one. Stand and stare at the screen. Walk back over there. Push another button. Again. Come now, you're overreacting. I don't know how much longer I can abide these perfunctory tasks. I need more time for myself. Ha! Don't kid yourself. You wouldn't know what to do with free time if you even had any. That tears it. I'm going to check with the office upstairs and see how many vacation days I've accrued over the past 25 years. It's high time I took a break from all this. Certainly. But before you do, activate the electron multiplier and report the reading from the micro channel plates. Muss er trotzdem weitermachen. Maybe later, Gordon. Ja, im Wunder hat er mir jetzt nicht die Birne vollgeleiert. Schauen, was sie da so sagt. They need you in the test chamber. Okay, das weiß ich. Make haste, man. They're waiting for you down in the test chamber. Hello, Gordon. Later, Gordon. Test Labor. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Hier die Anzeigen gehen. No time for cold feet, Chief. Step right up. Mal schauen, ob ich da drauf irgendwas entdecke oder so. Nicht wirklich. Huh? You've come all this way. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Kann
kann man die da einschieben? Nee, geht nicht. Suit or no suit, I sure hope you weren't planning on having kids. Ich geh mal hinein. Ah, here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. You're just postponing the inevitable. Just go on and get it over with. The higher-ups will have our heads if we delay this experiment any longer. Once this is all over, you can slip out of that HEV and get back to the real work. Paperwork. Lots and lots of paperwork. Are you waiting for something, Gordon? He's just savoring the moment. One day, he'll look back to this as the beginning of his illustrious career. There's no need for performance anxiety, Dr. Freeman. Of course not. You're a seasoned pro by now. Ja, okay. Los geht's in dem. Dann die Mitte soll ich jetzt... Testing. Testing. Everything seems to be in order. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Okay, machen wir mal. Ja gut, ich geh mal runter, mal schauen, was passiert. Standard insertion of non-standard specimen. Go ahead, Gordon. Slot the carrier to the analysis port. Ob das so gut ist. What is he doing in there? Yeah!
Get him out of there. Attempting shutdown. Shut it down. It's not shutting down. Move down. Ihr habt die Kreaturen auch gesehen, oder? Außerirdische Sprache. Also wie gesagt, ich habe das zuletzt vor 22 Jahren gespielt. Es ist ein komisches Gefühl, aber ein schönes Gefühl. Interessanterweise kann ich mich noch an jedes Detail plus minus erinnern. Auch die Sequenz, wo die Außerirdischen auf mich zukamen und so. Also ihr seht, in den ersten zwei Let's Play habe ich ein bisschen gezögert und so. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen, weil ich es halt auch genießen wollte, oder? Ich bin halt nicht einer, der da einfach durchrascht. Also jetzt eben, wie gesagt, ich spiele das nach 22 Jahren das erste Mal und da möchte ich es halt ein bisschen genießen halt. Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Schau noch schnell da hinten. Also ihr seht, das ist alles mächtig schief gegangen. Also hier hat es ziemlich einen Knall gegeben dort. Das ist eine ziemliche Beule. I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create one. By Schrodinger's cat, he's alive. Gordon! Thank God for that hazard suit. All the phones are out. I can't reach anyone in the facility. You need to get to the surface and let someone know that we're stranded down here. There's no telling what kind of danger is. My God. What have we done? Fascinating. Would you look at that? We can't afford to waste time. You'll need me for the retinal scanner. I'm certain the rest of the science team will help you along the way. And for God's sake, keep that suit on until you're in the clear. You hear me?
Also ihr seht, wir haben einen außerirdischen Besuch. Die sind aber nicht diese da. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn wirklich... Interesting interior. I wonder where its stomach is. Ich glaube, das will er nicht wirklich wissen. Also die werden wir nachher noch in live sehen, in action. I've got to find someplace safe for Isaac, so I can go find my family. Hello? Ooh, you certainly want out, don't you? Ja gut, ich gehe mal weiter. Ich renne mal lieber. Unautorisierte biologische Lebensformen. Sagen nicht zu nah hin. Also die da unten haben es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ich mal da runter gehen soll. Also nicht, weil ich das anschauen will, aber vielleicht, ob da irgendetwas ist, was ich brauchen könnte. Mehr als Überreste hat sie nicht. Hätte ja sein können, dass ich vielleicht irgendeine Waffe oder so finde, weil in so einer Situation, glaube ich, würde man alles anschauen gehen oder irgendwie suchen, um irgendwie zu überleben. Gordon?
Gordon! Man, am I glad to see you. What the hell are these things, man? And why are they wearing science team uniforms? Yeah, let's go. Also, ihr seht, die haben sich mutiert. I think we have guests. Nobody back home is gonna believe this. Das Hintergrundbild hier war vorhin nicht, jetzt schon, seht ihr? Ich habe ja das im zweiten Let's Play angeschaut. Das bringt nicht viel, dem das anzuwerfen. Also die Mistviecher, die springen einem direkt ans Gesicht. Mal schauen, ob ich hier irgendwas finde. Nicht wirklich. Ich will dich wirklich nicht hetzen, aber wie soll denn jetzt gehen? Jesus, this place is in bad shape. Also in dieser Situation möchte ich jetzt auch lieber eine Waffe haben. Aber das Gute ist, ich habe immerhin einen Schutzanzug. Are we waiting for somebody in particular? Okay. Also da hinten hat Sanchen noch mehr von diesen Viechern. Ich wollte gerade gesagt haben, die kann man doch irgendwie brauchen. Hat es noch mehr von denen? Die sind ausgebrannt. Shit is something out of a sci-fi movie. Da ist zu. Well, can't get any worse than this. Or can it? Hey, you be careful in there, Doc. Oh Mist, der wollte nicht brennen.
wollte gerade da aufdrücken. Ich habe gesehen, dass da einer. My bad, Doc. Also hier ist immer noch zu. Der kann auch nicht aufmachen. Okay, Doc. Grab what you gotta grab, but don't dawdle. Okay, Doc. Grab what you gotta grab, but don't dawdle. You asked for it! Hier kann ich nichts auffüllen mit dem Anzug. Dem habe ich vorher noch Klopapier gebrungen. Den Schutzanzug auffüllen nochmal. My bad, Freeman. Ah, hier der Spind ist auch aufgegangen. Da hat es Munition. Ich glaube, der Rest wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Das scheint nichts mehr zu haben sonst. Ja gut, ich glaube, ich beende den Stream mal und mache danach nochmal ein Video. Der Müll war da rum. Hier ist die Endstation. Hier ist zu. Da kann man nicht mehr rein. Oh. Ja gut, ich werde mal ausschalten und dann ein Let's Play 4 machen, damit die Videos nicht so lange geht. Sonst könnt ihr mir gerne Bescheid geben, ob sie für euch zu lang sind oder genauso richtig. Ich habe gedacht, so plus minus eine halbe Stunde. Ja gut, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis im nächsten Video. Bye bye, habt eine schöne Zeit. Bye bye. Macht's gut.